sind schon mal 3%, aber die Wahlen, die sind schon vorbei. Nee, ja, also. Die sind im Museum. Wer denn? Die Wale. Ach Mensch, hab Wahlen gesagt. Ach so, die sind Wale. Sind zwei. Ja, wollen wir jetzt mal was machen hier? Übrigens, die Kollegen haben vorhin gesagt, Mecklenburg und Vorpommern. Wir waren letzte Woche in Mecklenburg, das war wirklich so. Ja, die standen da. Die weiter weggefahren sind und von überall hergekommen sind, die hatten Spaß, war die Mecklenburger. Ich bin in Pomeranze. So, wollen wir jetzt mal, du kannst ja auch noch erklären, warum du irgendwann mal ausreisen musstest. Ja, wegen Zwickau. Ja, der ist nämlich nach Zwickau gekommen, weil er in Mecklenburg vom Mähdrescher zu schwer wurde. Ja. Überhaupt nicht wahr, ich komme von der schönen Insel Usedom. Und 1980 habe ich ein Visum bekommen, ich durfte ausreisen, yay, nach Sachsen. Ja, nach Sachsen. Und ich bin auch schuld, dass ganz viele alte Bürger abgehauen sind. Ich habe Flüchtlingskoffer gebaut. In Papyrusweiß, Gletscherblau. Das hat er in Zwickau gemacht. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem wichtigen Thema. Kennt ihr den wahren Fall der Berliner Mauer? Nein. Hier, guckt euch mal an. Mein Kollege ist im November 89 in Berlin gestolpert. Der Trabi hat durchgepasst. Ja, da war sie auf der Mauer. Also, ja. Applaudierst du hier? Ja, guck mal hier, sie hat gute Laune, das sieht man doch schon an dem Oberteil. So viele Blumen bei so schönem Sonnenwetter, da muss man ja strahlen. Aber Jasmin Wagner sieht auch anders aus, das Blümchen. Ja, aber das Alter kommt hin inzwischen. Ja. So, jetzt Alter, das war, wir haben jetzt aufgrund des herrlichen Sommerwetters, haben wir für euch natürlich auch ein Sommerlied mitgebracht. Also wir haben auch die alten Instrumente, aber die spielen wir dann auch da hinten an dem Tor. Ein Sommerlied? Wir singen für euch. Ja, oh ja, wir singen. Bis jetzt hat noch keiner gesungen, da werden wir das mal machen, weil wir können es auch nicht. Ja. Deshalb werden wir das jetzt machen. Wir zählen bis vier. Bis vier. Und dann geht's los. Okay. Ja, bist du bereit? Und danach singt ihr alle mit, okay? Hier singt überhaupt niemand. Und wenn, dann ist es Wurstbock. Okay. Ja, also wir singen, ab vier geht's los. Und vier. Was ist mit 1, 2, 3? Haben wir vergessen? Das auch noch. Mensch, bei den Kindern sehe ich es ja ein. Die hatten letztes Jahr nur 4 Wochen Schule. Aber du könntest das ja mal hinkriegen. Ja, von 1 bis 4 und dann das Lied. Und 4. Und 3. Das 2. Und 1. Und oh, oh, oh. Das Wetter macht uns froh. Sonnenschein und Regen, wir haben nichts dagegen. Oh, oh, oh. Das Wetter macht uns froh. Und meine Seite fängt jetzt an. Oh, 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 oh. Das Wetter macht uns froh. Sonnenschein und Regen, wir haben nichts dagegen. Also meine Seite. 3, 4. Oh, oh, oh. Das Wetter macht uns froh. Sonnenschein und Regen, wir haben nichts dagegen. Ey, weißt du, was mir gerade auffällt? Was das ausmacht, 2 Jahre Kulturentzug, ihr tut euch jeden Scheiß an, oder? Und wisst ihr was, die zweite Strophe kommt jetzt. Oh, die zweite. Ja, die ist noch genialer. Die können wir auch mal stecken lassen. Nein, lass mal nicht stecken, wir sind hier in Stralsund. Dann fang an. Und weil wir so schön sangen, sind alle Leute gegangen. Das wollen wir aber gar nicht. Nein. So, also wir sehen uns dann am Knieper Tor und sagen danke für euer Handgeklapper. Selber mal. Oh.